Unser drittes Beispiel der dubiosen Machenschaften der CIA beschäftigt sich mit der Operation Artischocke. Auch diese Aktion war top secret, nicht verwunderlich für einen Geheimdienst, doch auch ein eklatanter Verstoß gegen geltende Gesetze. Aber auch das ist ja durchaus nichts Ungewöhnliches für die Geheimdienste dieser Welt, leider auch in demokratischen Staaten. Unter dem Decknamen Artischocke lief ein Projekt, das fast ein halbes Jahrhundert lang geheim gehalten wurde. Und auch heute noch bleibt vieles im Dunkeln. Die Rede ist von scheußlichen und illegalen Menschenversuchen in den 50er Jahren. Experimente zur Gehirnwäsche, für die jedes Mittel recht war. Eine erschreckende Facette der Geschichte der CIA, um die sich allerdings auch zahlreiche Legenden ranken. Es wäre fast komisch, wenn es nicht so tragisch wäre. Die Hintergründe dieser Affäre kamen eigentlich nur deshalb ans Licht, weil eines Tages ein Sohn die dubiosen Umstände des Selbstmordes seines Vaters, Frank Olson, aufklären wollte. Olson war CIA-Agent und an den Geheimversuchen beteiligt gewesen. Er musste sterben, weil er zu viel wusste. Hier ist seine Geschichte. Voici son histoire. Frederick Maryland. Mehr als 40 Jahre nach seinem Tod ist der Leichnam des ehemaligen CIA-Wissenschaftlers Dr. Frank Olson exhumiert worden. Olsons Sohn Eric äußerte die Überzeugung, sein Vater sei damals im Auftrag der amerikanischen Regierung ermordet worden, weil er aus der CIA aussteigen wollte. Dr. Frank Olson war Experte für Anthrax und andere biologische Waffen. Er galt als Geheimnisträger ersten Ranges. Bei der Obduktion kamen Gerichtsmediziner der George Washington University zu dem Ergebnis, dass Olson wahrscheinlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Ich habe sehr an meinem Vater gehangen. Ich habe ihn geliebt. Sicherlich nahm ich deshalb die Aufgabe auf mich, herauszufinden, wie er zu Tode kam. Acht Jahre sind seit der Exhumierung vergangen. Und noch immer sucht Eric Olson nach den Gründen, warum sein Vater im November 1953 sterben musste. Eric war damals 9 Jahre alt. Es ist wie ein Vermächtnis, das ihm als dem ältesten von 3 Kindern hinterlassen wurde, den Tod des Vaters aufzuklären. My real memories of my father are not. Die konkreten Erinnerungen an meinen Vater sind eher blass, denn die traumatische Erfahrung seines Todes hat viele Erinnerungen verdunkelt. Sein Tod kam so plötzlich, war so unvorstellbar für mich. Es war ein Schock, den man nicht annähernd beschreiben kann. Eric Olson lebt in dem Haus in Frederick, das sein Vater 1950 erbaute. Der arbeitete damals für das B-Waffenzentrum der US Army. Die Anthrax-Briefe im vergangenen Herbst, durch die 5 Menschen ums Leben kamen, lassen Eric keine Ruhe. Könnte es eine Verbindung geben zwischen dem Tod seines Vaters vor 5 Jahrzehnten und den Terroranschlägen heute? Die tödliche Seuche, die Amerika nach den Anschlägen vom 11. September in Angst und Schrecken versetzte, stammt offenbar hier aus den Laboratorien der US Army in Frederick, in denen Olson beschäftigt war. Fort Detrick. Die biologische Waffenschmiede wurde 1943 gegründet. Damals befürchteten die Amerikaner, Hitlers Wehrmacht könnte die alliierten Truppen mit Viren und Bazillen angreifen. In aller Eile wurden Gasmasken entwickelt und Anthrax-Kampfstoffe produziert, um gegebenenfalls mit gleicher Waffe zurückschlagen zu können. Der Biochemiker Dr. Frank Olson, Captain der Army, war damals einer der ersten Wissenschaftler in Fort Detrick, zusammen mit Norman Conoyer. Die beiden wurden enge Freunde. 1944 kamen ihre ersten Söhne zur Welt, im Abstand weniger Tage. We worked about 5 months
Wir arbeiteten 5 Monate lang in der Aerosolabteilung, um herauszufinden, wie gut unsere Gasmasken und Schutzkleidung funktionierten. Eines Tages wurde Frank versetzt, um mit gefährlichen pathogenen Bakterien zu arbeiten. Er sagte, Norm, wie wäre es, wenn du für mich an Hot Stuff tätig wirst? So haben wir das genannt. N stand für Anthrax, X für Fleischvergiftung, also Botulismus und so weiter. N was Anthrax, X was Botulism and so forth. Weihnachten 1947. Der Krieg ist endlich vorbei. Norman und seine Familie feiern zusammen mit Alice und Frank Olson und ihren Kindern. Were we close? Waren wir befreundet? Ja, sehr, sehr eng. Wir arbeiteten jeden Tag zusammen. Da kann man von enger Freundschaft ausgehen. Eric Olson stieß im Nachlass seines Vaters auf Schmalfilme und Dias, denen er zunächst wenig Beachtung schenkte. Er sieht das Material inzwischen mit anderen Augen. Enthält es irgendwelche Hinweise auf die geheimen Anthrax-Forschungen seines Vaters nach dem Kriege? Frank Olson begeisterte sich für Schmalfilm. Die Aufnahmen lassen nichts von dem geheimen Job mit tödlichen Waffen erkennen. Sie zeigen die heile Welt eines jungen Familienvaters, eingefangen mit einer 8mm-Kamera, die gerade auf den Markt gekommen war. Daneben fotografierte Frank Olson, brachte von seinen Reisen viele Dias mit nach Hause. Auch hier überwiegen private Motive. Frank 1945 mit Ehefrau Alice und Sohn Eric. Ehepaar Olson 1947 mit Sohn Eric und Tochter Lisa. Weihnachten 1949 im Smoking. Inzwischen hatte Alice ihr drittes Kind Nils zur Welt gebracht. The whole subject of the relationship between a wife. Über die Beziehung in einer Ehe, in der der Mann streng geheimen Forschungen nachgeht, könnte man lange diskutieren. Die Frau entwickelt eine verblüffende Fähigkeit, Dinge zu erkennen, über die nicht gesprochen werden darf. Sie weiß auch, was sie fragen kann, was nicht. Während all der Jahre, die mein Vater in Fort Detrick war, machte er sich oft Sorgen über die Affen, die bei den Tierversuchen starben. Wenn er zum Mittagessen nach Hause kam und einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck zeigte, wusste meine Mutter sofort, dass wieder einmal alle Affen gestorben. Das heißt, die Experimente erfolgreich gewesen waren. Genau 10 Jahre hatte Dr. Frank Olson für die biologische Waffenschmiede der US Army gearbeitet, als er in den frühen Morgenstunden des 28. November 1953 in New York starb. Er übernachtete im Hotel Pennsylvania, zusammen mit einem CIA-Agenten, der ihn bewachen sollte. In jener Nacht stürzte Frank Olson aus seinem Zimmer im 13. Stock des Hotels in den Tod. Durch ein geschlossenes Fenster, wie es hieß. Army-Bakteriologe starb nach Sturz aus New Yorker Hotel. Mit Buntstift kritzelte Nils, das kleinste der 3 Olsen-Kinder, auf dem Artikel. I was simply told that, you know, your father has had an accident and he died. And the only detail. Mir wurde lediglich gesagt, dein Vater hatte einen Unfall und ist gestorben. Die einzige Erklärung, die ich erhielt, war, dass er aus einem Fenster gesprungen oder gefallen war. Ich erinnere mich ziemlich genau, dass mir das damals schon die Sprache verschlug. Als 9-Jähriger konnte ich mir nicht vorstellen, wie man mitten in der Nacht aus einem Fenster fallen kann. Wie sollte man das verstehen? What does it mean to fall out of a window? I mean, how do you fall out of a window in the middle of the night? What is that? Eric begriff nichts und seine Mutter sprach nicht über den Tod des Vaters. Ein Tabu in der Familie. Die Suche nach den mysteriösen Hintergründen des Todes von Dr. Frank Olson beginnt 1945 bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Die amerikanischen Truppen stoßen auf Hunderte von Leichen ermordeter oder verhungerter Insassen. Viele der Überlebenden berichten den US-Medizinern von grausamen Experimenten der KZ-Ärzte mit Krankheitserregern und Drogen. Wenige Wochen später wird auf Schloss Kranzberg nördlich von Frankfurt die wissenschaftliche Elite Nazi-Deutschlands inhaftiert und von amerikanischen Offizieren verhört. Operation Dustbin heißt das Projekt.
Die Amerikaner wollen die Erkenntnisse der deutschen Kriegsforschung auswerten und nutzen. Unter den Gefangenen in Kranzberg sind auch jene Experten für die biologische Kriegsführung, die in Dachau die Wirkung der tödlichen Keime an Menschen erprobten. Einer der Wissenschaftler lässt sich Autogramme von seinen Kollegen geben, darunter jenes von Professor Kurt Blome. Blome ist der ehemalige stellvertretende Reichsärzteführer und die graue Eminenz der deutschen B-Waffenforschung. Auf dem Militärtribunal gegen die KZ-Ärzte wird Kurt Blome 1947 freigesprochen, obwohl es Beweise gegen ihn gibt. Die Amerikaner haben noch etwas mit ihm vor. Ich habe hier in aller Offenheit bekannt, dass ich ein überzeugter Nationalsozialist und Anhänger Adolf Hitlers gewesen bin. Wir waren an allen Experten interessiert, die sich mit biologischen Waffen auskannten. Die Amerikaner bewahren Kurt Blome hier links vor der Todesstrafe. Gewissermaßen als Gegenleistung gibt er ihnen Auskunft über das B-Waffenprogramm der Nazis. Unter den Spezialisten, die Blome befragen, ist auch Donald Falconer, ein Kollege und Freund von Frank Olson. Falconer ist für die Entwicklung der mit Anthrax gefüllten Bomben zuständig. Donald Falconer lebt heute, mehr als 50 Jahre später, in einem Sanatorium nicht weit von Frederick. Eric Olson hat sich schon mehrfach mit Falconer getroffen, in der Hoffnung, der Freund seines Vaters werde ihm auf die alten Tage vielleicht das entscheidende Geheimnis anvertrauen. Doch Falconer schweigt, will auch kein Interview geben. Auf einem der Filme seines Vaters stößt Eric unmittelbar nach Aufnahmen seines Großvaters auf eine Sequenz, die offenbar geheime Sprühflüge im Jahre 1947 zeigt. Mithilfe der Erkenntnisse von Blome und anderen Nazi-Wissenschaftlern experimentieren die Amerikaner an künstlichen Seuchen, mit denen Ernten vernichtet werden können. Danach folgen wieder private Bilder von den Kindern. In Fort Detrick findet unterdessen eine massive Aufrüstung mit bakteriologischen Waffen statt. Vor allem mit Anthrax-Sporen, die sehr widerstandsfähig und deshalb gut für die biologische Kriegsführung geeignet sind. Anthrax wird in diesem Gebäude kultiviert und dann in Bomben abgefüllt. Die Amerikaner haben Angst vor den sowjetischen B-Waffen. Wenn sich aus dem Kalten ein heißer Krieg entwickeln sollte, würde der womöglich mit tödlichen Bakterien geführt. Die Army fordert deshalb volle Arsenale. Frank Olson ist häufig mit der Air Force unterwegs, um mit seinen Mitarbeitern Freiversuche mit den Kriegskeimen durchzuführen. Auf der Karibikinsel Antigua zum Beispiel. Bei den Tests soll die Ausbreitung der Seuchen unter realistischen Bedingungen erprobt werden. Bei den meisten Experimenten in der Karibik und im tief verschneiten Alaska arbeiten Olsons Leute mit weniger gefährlichen Bazillen. Manchmal aber auch mit Hot Stuff, heißen Krankheitserregern. We didn't use anthrax, we use Bacillus globigii, which is very similar. Wir haben keine Anthrax-Spuren eingesetzt, sondern Bacillus globigii, Sporen, die Anthrax sehr ähnlich sind. Wir machten damals Dinge, die nicht ganz koscher waren. We did do something that was not kosher. Die Spuren konnten noch Monate später in großer Entfernung aufgespürt werden. Months afterwards. We'd ride in limousine. Es ist eine Zeit des Easygoing, eines lockeren Lebens, auf geheimer Mission. In Kalifornien fahren Olson und sein Team in einem gelben Cabrio die Sonnenküste ab, um ein nicht ungefährliches Experiment über der San Francisco Bay vorzubereiten. Dort sollen Sporen freigesetzt werden, um zu testen, wie verletzlich die Stadt bei einem russischen Sabotageakt wäre. Frank Olson liebt das Leben. Er pfeift auf Vorschriften. Seine unkonventionelle Art verträgt sich eigentlich nicht mit seinem Job für die Army. Im Oktober 1949 gerät Olson in den Verdacht des Geheimnisverrats. Er wird durch die militärische Abwehr verhört. Olson war ziemlich ungehalten bei der Befragung. Diese Eigenschaft ist nach Meinung von Kollegen in Fort Detrick typisch für ihn. He was very, very open. Er war sehr, sehr offen und hat sich nie gescheut, das zu sagen, was er denkt. Ganz im Gegenteil. Frank Olson war nie zimperlich, vertrat immer seinen Standpunkt.
Vielleicht hatten Sie Angst davor. Waren Sie deshalb am Ende hinter ihm her? Kann sein, kann sein. Als verantwortlicher Wissenschaftler für die B-Waffen-Experimente zählt Frank Olson zu den wichtigsten Geheimnisträgern des Kalten Krieges. November 1953, 4 Jahre nach dem Verdacht des Geheimnisverrats, der nicht bewiesen werden konnte. Als Frank Olson nach New York reist, weicht ein CIA-Agent nicht von seiner Seite. Er steht unter ständiger Überwachung. Olson und sein Begleiter vom amerikanischen Geheimdienst quartieren sich im berühmten Hotel Pennsylvania ein. Was wollen Sie in New York? Armin Pastore ist Manager des Hotels. Er hat in jener Nacht Dienst, als Frank Olson aus dem 13. Stock stürzt und auf dem Pflaster vor dem Hotel aufschlägt. Er lag da und sah mich an. Er versuchte mir etwas zu sagen. Er hatte die Augen weit aufgerissen. Überall war Blut. Es lief aus seiner Nase, aus seinen Augen und Ohren. Ein Knochen ragte aus seinem linken Arm heraus. Ich versuchte immer wieder mit ihm zu sprechen, aber ich konnte nichts von dem verstehen, was er sagen wollte. Dann ist er gestorben. Pastore alarmiert die Polizei, fährt mit den Beamten in den 13. Stock. Er hat inzwischen herausgefunden, dass Olson aus 1018a in die Tiefe gestürzt sein muss und dass sich wahrscheinlich eine weitere Person in dem Zimmer aufhält. Ich sagte, wartet einen Moment. Vielleicht ist jemand da drin. Da wurden sie nervös und zogen ihre Kanonen. Sie sagten, mach die Tür auf. Also schloss ich die Tür auf und sie stürmten in das Zimmer. Und da saß dieser Kerl auf dem Klobecken, die Ellenbogen auf die Knie gestützt und das Gesicht in seinen Händen verborgen. Die Polizisten fragten, was ist passiert? Und der Kerl sagte, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, wie das Glas splitterte. Dann habe ich aus dem Fenster geschaut und gesehen, Frank Olson liegt unten auf der Straße. Frank Olson is out on the street. I looked out the window and he's down in the street. Der CIA-Agent gibt zu Protokoll, er habe fest geschlafen und nicht gehört, wie sein Bettnachbar aufgestanden sei. Eine Erklärung für den Selbstmord hat er nicht. Sonst macht er keine Angaben. Auch nicht über die Gründe ihres gemeinsamen Besuches in New York. Die Ermittlungsakten werden schnell geschlossen. Niemand interessiert sich für das Telefongespräch, das unmittelbar nach Olsons Tod aus dem Zimmer geführt wurde. Die Telefonistin sagte, es gab einen Anruf aus diesem Zimmer. Ich fragte, worüber wurde gesprochen? Der Mann in dem Zimmer verlangte eine Verbindung nach Long Island und sagte dann, er ist weg. Und der Mann am anderen Ende antwortete, das ist zu dumm. Und dann legten beide auf. War das die Vollzugsmeldung des Agenten bei der CIA, dass sich das Problem Frank Olson im Hotel Pennsylvania erledigt hatte? Eric Olson in New York. Seit Jahren ist er auf der Suche nach Zeugen, die etwas wissen könnten über den Tod seines Vaters, den er für einen Mord der CIA hält. Er möchte das Motiv begreifen. Befürchtete die Regierung, Frank Olson könnte ein Staatsgeheimnis verraten? Die aktuellen Terroranschläge mit Anthrax haben Eric geschockt. We've been exposed to anthrax. I don't have anthrax. Confirmation that anthrax killed 2 Washington postal workers. One man is dead. Being nervous these days. Those are the facts. It feels like every time. We've been exposed to anthrax. Which serves the White House. Viele Fragen gehen Eric durch den Kopf. Stammt der Anthrax-Terrorist aus den eigenen Reihen? Wird er deshalb nicht dingfest gemacht? Weil er etwas wissen könnte, das auf keinen Fall bekannt werden soll? Ein Geheimnis, das auch sein Vater kannte? Am Rande von New York trifft Eric Olson den CIA-Veteranen Ike Feldman. Der war in den 50er Jahren Mitarbeiter der Drogenpolizei. Offiziell. Feldman lernte Erics Vater zwar niemals persönlich kennen,
erfuhr aber nach dessen Tod etwas über die Hintergründe. Leute, die ich kannte bei der New Yorker Polizei, bei der Drogenfahndung und sogar die CIA-Agenten selbst, alle haben mir das Gleiche gesagt. Er ist nicht gesprungen, sondern wurde aus dem Zimmer geworfen. Die Leute, die ihn aus dem Weg räumen wollten, sagten, er habe zu viel geredet über streng geheime Projekte. Wenn über einen Geheimnisträger Staats- oder Regierungsgeheimnisse nach draußen gelangen, gibt es nur einen Ausweg. Bringt ihn um. There's only one way to do it. Kill him. Im April 1950 erhält Dr. Frank Olson einen Diplomatenpass. Eher ungewöhnlich für einen Army-Wissenschaftler. Hat er einen neuen Job? Er unternimmt in den folgenden Jahren mehrere Reisen nach Europa, auch nach Deutschland. Well, he was a member of CIA. Er war bei der CIA. Ich habe es erst erfahren, als er es mir erzählte. Ich kannte ihn bis dahin nur als Army-Captain. Das war alles, was ich wusste. Und dann plötzlich war er CIA-Agent. Und er blieb es bis zu seinem Ende, bis 1953. Und right on through till 1953. Unter Olsons Dias finden sich später Aufnahmen aus Frankfurt und Heidelberg. Darunter auch vom streng geheimen CIA-Hauptquartier in Deutschland im IG Farbenhaus in der Frankfurter Innenstadt. Was ist sein neuer Auftrag? Frank Olson arbeitet inzwischen auf einem Gebiet, das nicht mehr mit biologischen Waffen zu tun hat. Hier in der deutschen CIA-Zentrale führt der Biochemiker wichtige Gespräche mit Geheimdienstoffizieren. Er ist immer häufiger mit anderen CIA-Agenten unterwegs. Darunter einem John McNulty. Es geht um ein streng geheimes Projekt, Menschen mit Medikamenten, Drogen und Folter gefügig zu machen und ihren Willen zu brechen. Gehirnwäsche. Deckname der Operation: Artischocke. Diese Methoden sollen bei Personen von fragwürdiger Loyalität, möglichen Doppelagenten und sowjetischen Spionen angewandt werden. In Oberursel im Taunus besitzt die US Army damals ein verschwiegenes Verhörzentrum, untergebracht in alten Fachwerkhäusern, Camp King. Hier sind vornehmlich sowjetische Agenten und DDR-Übersiedler inhaftiert, die von der CIA für verkappte kommunistische Spione gehalten werden. Der ehemalige SS-Mann Franz Gajdosch ist gleich nach dem Krieg von den Amerikanern als Barkeeper der Offiziersmesse von Camp King verpflichtet worden. Irgendwann im Jahre 1952 läuft Gajdosch im streng geheimen Verhörlager ein anderer Deutscher über den Weg, Professor Kurt Blome. Blome war eine Zeit lang Arzt in Camp King, also hat auch die Ambulanz betreut. Der war auch von Amerikanern protegiert und war im KZ-Arzt gewesen, hat Experimente gemacht. Die amerikanischen Offiziere, die in Camp King rauschende Feste feiern, stört Blomes Vergangenheit nicht. Soll der ehemalige KZ-Arzt ihnen bei geplanten Menschenversuchen mit seinen Erfahrungen zur Seite stehen? Schon im September 1951 hat ein Berater der CIA die Artischocke-Experimente vorbereitet. Bei den Gesprächen in Oberursel ging es um die Wirkungsweise der vorgesehenen Drogen. Wir sollten auch Substanzen berücksichtigen, die zu Gedächtnisverlust führen. Ja, ihre Methoden waren natürlich nicht human. Sondern sie haben schon einen Druck ausgeübt. Es gibt ja Methoden, wo man moralisch einen Menschen fertig machen kann. Und in Camp King, die waren ja berüchtigt, die Rough Boys, alles die, was nicht preisgeben wollten, ne, haben die versucht rauszubekommen. Vieles spricht dafür, dass die grausamen Menschenversuche der Operation Artischocke in diesem abgeschiedenen Sicherheitshaus des US-Geheimdienstes unweit von Camp King stattfanden, am Rande der Stadt Kronberg im Taunus. Die ehemalige Villa Schuster, die heute Haus Waldhof heißt,
wurde kurz nach der Jahrhundertwende als Sommerresidenz einer jüdischen Bankiersfamilie aus Frankfurt erbaut. 1934 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt und nach dem Krieg von den Amerikanern übernommen. Die Umgebung, das Umfeld wusste gar nicht, wer das ist, was das ist, weil ja das Militär, also das CIC, in diesen Häusern gar nicht in Uniform aufgetreten ist, sondern nur in Zivil. Die Fahrzeuge hatten zivile Nummernschilder, also dass das Umfeld gar nicht wusste, dass das eine amerikanische Einrichtung ist. Im Haus Waldhof beginnen im Juni 1952 die ersten CIA-Versuche zur Gehirnwäsche. Mit verschiedenen Drogen, Hypnose und wahrscheinlich auch mit Folter. Eines der ehemals streng geheimen Protokolle dokumentiert, wie die russischen Agenten mit Medikamenten vollgepumpt werden. Ziel der Experimente ist es, den menschlichen Verstand zu manipulieren, um den Opfern Geheimnisse zu entlocken und um hinterher ihr Gedächtnis auszulöschen, damit sie sich nicht erinnern, was mit ihnen passiert ist. Dr. Frank Olson kommt am 12. Juni 1952 in Frankfurt an, vom Militärflughafen Hendon bei London. Er wird Rhein-Main drei Tage später, am 15. Juni, wieder verlassen. Am 13. Juni findet das Experiment mit Patient Nummer 2 statt, einem mutmaßlichen Doppelagenten. He was troubled after he came back from Germany one time. He came back. Frank war aufgewühlt, als er einmal aus Deutschland zurückkam. Er sagte: Norm, versprich mir, dass wir nie darüber geredet haben. Das war sehr hart. Er sagte: Du wirst schockiert, welche Techniken sie einsetzen. Sie bringen Leute zum Sprechen. Sie machen Gehirnwäsche mit ihren Opfern. Sie setzen alle möglichen Drogen ein und Folter. Mit ihren Menschenversuchen setzt die CIA skrupellos jene Drogenexperimente der Nazis fort, von denen sie bei der Befreiung des KZs Dachau erfahren hat. Sie verwendeten Nazis, sie verwendeten Häftlinge und sie verwendeten Russen. Und es war ihnen völlig gleichgültig, ob die das überleben oder nicht. Bei der US Army laufen zur gleichen Zeit umfangreiche Experimente mit einer neuen Wunderdroge, LSD. Hier soll ein Soldat unter Einfluss der Substanz ein Gewehr zusammensetzen. In der Bedford Street im New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village beginnt die CIA wenig später mit eigenen LSD-Versuchen. In einem als Bordell getarnten Apartment in diesem Haus. Der Geheimdienst engagiert Prostituierte, die ihren Freiern heimlich LSD in den Drink kippen, um dann Geheimnisse aus ihnen herauszulocken. Meine Aufgabe war, Männer, die wir zum Reden bringen wollten, dahin zu lotsen. Wir haben dann Prostituierte organisiert, die diesen Männern etwas in den Drink mischten. LSD, wie ich später erfahren habe. Die Männer packten dann aus über Drogengeschäfte, Nachrichten, dienstlich relevante Fragen oder Verbrechen. All dies gehörte zu den Experimenten der CIA. Sie nannten es schmutzige Tricks. LSD, so erweist sich bald, löst die Zunge um ein Vielfaches stärker als Alkohol. Deep Creek Lake im Westen Marylands, 3 Autostunden von Washington entfernt. In ein abgelegenes Ferienhaus am Rande des Sees lädt die Abteilung für schmutzige Tricks der CIA im November 1953 10 ihrer Wissenschaftler zu einem Meeting ein. Es geht um Artischocke. Das Treffen, so steht in der Einladung, sei als Zusammenkunft von Sportjournalisten getarnt. Tatsächlich sollen die Teilnehmer, darunter Frank Olson, unter LSD gesetzt werden. Einer der Drinks ist präpariert. Später sollte es heißen, die CIA habe eine Art Selbstversuch unternehmen wollen,
allerdings ohne Wissen der Beteiligten. Von dem, was ich gehört habe, war das kein Experiment. Frank Olson wurde unter Drogen gesetzt, weil er zu viel geredet hatte. Als Olson über das LSD-Experiment aufgeklärt wird, weiß er sofort, was das zu bedeuten hat. Sie haben ihn ausgehorcht. Friday evening he came home and spent the weekend, you know, in this house with my mother and. An jenem Freitagabend kam er nach Hause. Fast das ganze Wochenende über saß er mit meiner Mutter hier auf dem Sofa. Es war ein nebliges Novemberwochenende, erzählte sie mir später. Sie hielten sich die Hand und starrten aus dem Fenster in den Nebel. Und dann deutete er an, er habe einen fürchterlichen Fehler gemacht. Die CIA bringt Olson in Begleitung eines Agenten nach New York. Im Hotel stößt ein Vertrauensarzt des Geheimdienstes hinzu, verabreicht Medikamente. Frank Olson ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Doch die CIA hat offenbar längst eine Lösung gefunden. 40 Jahre später, Institut für Rechtsmedizin der George Washington University. Der exhumierte Leichnam von Dr. Frank Olson wird einer Obduktion unterzogen. Eric will endlich Klarheit. Das Ergebnis der ersten Obduktion 1953 in New York, so stellt sich heraus, war manipuliert. A report from New York City in the medical examiner's office, which I had before me. Der Bericht des Gerichtsmediziners aus New York, der mir vorlag, entsprach in vielen wichtigen Punkten nicht der Wahrheit. Da war von Schnittwunden die Rede, verursacht durch einen Sprung durch das geschlossene Fenster und das zersplitterte Glas. Es gab aber keine Schnittwunden. Sie waren nicht da. Sie existierten schlichtweg nicht. Die zweite Sache, die uns auffiel, war ein Hämatom. Direkt hier an der Stirn. Für diese Verletzung, die wir entdeckten, gibt es nur eine Erklärung, die Sinn macht. Er wurde, wenn man so will, zum Schweigen gebracht. Er wurde auf jeden Fall außer Gefecht gesetzt, sodass er sich nicht wehren konnte, als man ihn aus dem Fenster warf. Stars arrangiert einen Ortstermin vor dem Pennsylvania Hotel mit Armand Pastore, dem Manager, der Frank Olson in jener Nacht fand. Danach fällt er sein Urteil. It is my view. Ich und die meisten meiner Teamkollegen, nicht alle, aber die meisten, sind davon überzeugt, es war Mord. Demnach wurde Frank Olson erst mit einem gezielten Schlag außer Gefecht gesetzt und dann aus dem offenen Hotelfenster geworfen. Wenige Monate vor dem Mord ließ die CIA diese Study of Assassination erarbeiten. Einen Ratgeber für Agenten, Menschen zu töten, ohne Spuren zu hinterlassen. Dort heißt es: Die effizienteste Methode ist ein Fall aus mindestens 25 Meter Höhe auf einen harten Boden. Gewöhnlich wird es nötig sein, das Opfer vorher zu betäuben oder unter Drogen zu setzen. In diesem Papier wird fast Wort für Wort beschrieben, was Dr. Olson zugestoßen ist. Als handle es sich um die Anleitung für seine Ermordung. Sie passt auf diesen Fall wie die Finger in einen Handschuh. Also war es tatsächlich Mord. Aber was steckte dahinter? Warum sprach Olson von einem fürchterlichen Fehler, den er gemacht hatte? Es fehlt ein Stück in dieser Geschichte, aber ich bin nicht sicher, ob ich es Ihnen geben sollte. Es war so, dass Frank in eine Sache hineingezogen worden war, die er strikt ablehnte. Aber er konnte nichts dagegen unternehmen. Er arbeitete für die CIA und die zog alles bis zum Ende durch. In Asien tobt im Frühjahr 1953, ein halbes Jahr vor Frank Olsons Tod, ein erbitterter Krieg amerikanischer und alliierter UN-Truppen gegen Nordkoreaner und Chinesen. Seit 3 Jahren schon. Es ist die erste lange befürchtete militärische Auseinandersetzung des Westens mit dem Kommunismus. Hat der Koreakrieg etwas mit dem Fall zu tun? Frank Olson hat sein Büro noch immer hier in Fort Detrick, dem geheimen Zentrum der US Army für biologische Waffen.
Gleichzeitig arbeitet er für die CIA. Zu den Aufgaben der Abteilung für schmutzige Tricks in Gebäude 1412 zählen Gehirnwäsche, Drogen und Folter sowie Mordanschläge mit Giften und Bazillen. Am 17. Juli 1953 feiert Olson seinen 43. Geburtstag. Einige Tage später bricht er zu seiner letzten Reise auf. Seine Filmkamera hat er im Gepäck. Erste Station, Paris. In der Nähe des Eiffelturms sitzen seine beiden CIA-Kollegen in einem Straßencafé und schauen hübschen Französinnen nach. Links, John McNulty. Paris, London, Stockholm, schreibt Frank Olson später auf die Verpackung. Sohn Eric sieht den letzten Film seines Vaters zum ersten Mal bewusst. Dann kommt plötzlich der zerstörte Reichstag ins Bild. Das Brandenburger Tor. Frank Olson war also Anfang August 1953 auch in Berlin. In Zehlendorf filmt er das Hauptquartier der amerikanischen Armee. Ist Frank Olson auf einer geheimen Artischocke-Mission? In Berlin werden in diesen Wochen mehrere hochkarätige kommunistische Agenten vernommen. Es ist eine Zeit größter politischer und militärischer Anspannung in der geteilten Stadt, wenige Wochen nach dem Arbeiteraufstand im sowjetischen Sektor. Im Army-Hauptquartier in Berlin wird Olson offenbar Zeuge brutaler Verhörmethoden. Als er das letzte Mal aus Deutschland zurückkehrte, klang er sehr verändert. Er sagte mir, ich kann dir Dinge erzählen, von denen sonst niemand weiß, die du auch niemandem erzählen darfst, denn sie sind streng geheim. Die Leute in Deutschland seien über die Grenze hinausgegangen. Er sagte, Norm, hast du jemals einen Menschen sterben sehen? Ich sagte, nein. Er sagte, ich schon. Einige der Leute, die sie verhört haben, waren am Ende tot. Man kann sich also vorstellen, wie sie diese Leute bearbeitet haben müssen. Work that they were doing on these people. Er sagte, dass er aussteigen wolle. Er sagte das klipp und klar. Ich verlasse die CIA. Punkt. In Korea sind nur Tage zuvor die ersten amerikanischen Kriegsgefangenen freigelassen worden. Einigen drohen Verfahren wegen Hochverrats, weil sie ihr eigenes Land der biologischen Kriegsführung bezichtigt haben. Wenn mein Sohn mich fragt, was ich in Korea getan habe, wie kann ich ihm jemals erklären, dass ich Bakterienbomben über Menschen abgeworfen, Tod und Verderben über sie gebracht habe? Wie kann ich zurückkehren und meiner Familie in die Augen sehen? Treffen Ihre Vorwürfe zu oder sind Sie Opfer kommunistischer Gehirnwäsche? Fest steht, zurück in der Freiheit sollen die geständigen Soldaten erneut verhört werden, mit Drogen und Folter und von den eigenen Leuten. Das macht dieses ehemals streng geheime Dokument deutlich. Alle waren sich einig, dass der harte Kern und die erfolgreich indoktrinierten Kriegsgefangenen aus Korea ausgezeichnete Objekte für Artischocke-Techniken wären. Die amerikanischen Soldaten, die sich der biologischen Kriegsführung bezichtigt hatten, wurden offenbar mit Artischocke-Techniken manipuliert. Das lassen diese CIA-Unterlagen erkennen. Tatsächlich widerriefen alle ihre Bekenntnisse. Ich habe ein Geständnis über biologische Waffen unterschrieben. Meine Äußerungen in diesem Geständnis waren falsch und wurden von den chinesischen Kommunisten durch Druck erzwungen. Ich habe bei Austritt aus der Armee geschworen, niemals darüber zu sprechen. Auf dem Korean War Memorial in Washington gedenken die Amerikaner ihrer damals gefallenen Soldaten. Von denen, die zurückkamen, wurden einige von der CIA mit grauenhaften Methoden zu einem Widerruf ihrer Geständnisse gezwungen. Also entsprachen diese Geständnisse der Wahrheit? Setzten die Amerikaner tatsächlich B-Waffen im Koreakrieg ein, testweise? Und war dies das Geheimnis, das Frank Olson kannte und preiszugeben drohte? This fits with what my mother had always said. Das passt zu dem, was meine Mutter immer gesagt hat. Korea ließ deinem Vater keine Ruhe. Und schließlich hat mir ein Kollege von damals kürzlich offenbart, mein Vater habe herausgefunden, dass biologische Waffen in Korea zum Einsatz kamen.
Ich fragte ihn, was ist mit den Geständnissen der US-Piloten, von denen die amerikanische Regierung sofort behauptet hatte, sie seien das Ergebnis kommunistischer Gehirnwäsche. Darauf entgegnete der Kollege meines Vaters, als wolle er sagen, ließ es mir von den Lippen ab, es war nicht alles nur Gehirnwäsche. Würde der Kollege Norman Conyer diese Aussage vor der Kamera wiederholen? Noch nie hat er sich öffentlich geäußert, weder über Frank Olson noch über biologische Kriegsführung in Korea. Will er, inzwischen über 80-jährig, seinem besten Freund Frank Olson einen allerletzten Dienst erweisen und dessen Sohn Eric, der an dem Gespräch teilnimmt? Ich habe einen Schwur geleistet, dass ich das nie preisgeben werde. Du hast es mir preisgegeben. Wie willst du das beweisen? Ich kann es bezeugen, du hast es mir erzählt. Hören sagen. Also, du willst es nicht sagen? Nein. Nur so viel. Es gab Leute, die biologische Waffen besaßen und auch Gebrauch von ihnen machten. Mehr werde ich nicht sagen. Sie haben sie eingesetzt. Gab es einen Grund, dass dein Vater von der CIA getötet wurde? Wahrscheinlich ja. In der Umgebung von Frederick, Maryland, wo Frank Olson lebte und in der geheimen B-Waffenschmiede für die US Army und für die CIA arbeitete, sucht das FBI noch immer nach dem Anthrax-Terroristen. Seit Monaten läuft die größte Ermittlungsaktion in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Bei einem Prozess gegen den Attentäter könnte die Regierung in Washington gezwungen sein, streng geheime Informationen publik zu machen, glaubt Eric Olson, über illegale Forschungen an B-Waffen, über den Einsatz von Anthrax im Koreakrieg und über den Mord an seinem Vater. Eric will über die neuesten Erkenntnisse seinem Freund Bruce berichten, der ihn in all den Jahren bei seinen Nachforschungen unterstützt hat. Die amerikanische Regierung setzte schon einmal im Sommer 1975 alles daran, dass die Wahrheit nicht ans Licht kam. Die Verschwörung wurde damals ganz oben im Weißen Haus angezettelt, von Donald Rumsfeld und Richard Cheney. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die CIA ihren Mitarbeiter Frank Olson vor seinem angeblichen Selbstmord unter LSD gesetzt hatte. Rumsfeld und Cheney, die den Stab des Weißen Hauses leiteten, empfahlen Präsident Gerald Ford seinerzeit, sich im Namen der Regierung bei der Familie Olson zu entschuldigen und für eine Entschädigung stark zu machen, um Schlimmeres zu verhindern. So steht es in diesem ehemals geheimen Memo aus dem Weißen Haus. Bei einem Gerichtsverfahren oder bei Anhörungen im Kongress könnte es notwendig werden, streng klassifizierte Staatsgeheimnisse offenzulegen. 10 Tage später empfing Ford die Familie Olson und entschuldigte sich. Auf diese Weise gelang es ihm, dass die Staatsgeheimnisse im Dunkeln blieben. Und die Hintergründe des Todes von Frank Olson. Die beiden Politiker Rumsfeld und Cheney sind heute wieder in Amt und Würden. Als Vizepräsident und als Verteidigungsminister der amerikanischen Regierung. Der Fall Frank Olson, so scheint es, ist auch nach fast 50 Jahren noch lange nicht abgeschlossen. Wenigstens diese Gewissheit hat der Sohn inzwischen gewonnen.